Es ist nett, wenn Sie uns hier erklären, dass Sie keinen Zugang zu Dokumenten der NSA hätten und deswegen auch dem Hohen Haus nicht präzise Auskunft geben können darüber, was eigentlich im Detail hier materieller Inhalt dieses Abkommens ist. Faktum ist, Herr Bundeskanzler, dass hier hinter verschlossenen Türen zwischen auf der einen Seite Vertretern der Europäischen Kommission, gepaart und umgeben von Lobbyisten und US-amerikanischen Behördenvertretern, auf der anderen Seite hier ein gigantisches Freihandelsabkommen auf Schiene gebracht wird und gewählte Volksvertretungen, Parlamente, Bürgerorganisationen, Umweltschutzorganisationen, Konsumentenschutzorganisationen hier ferngehalten werden und nicht einmal im Ansatz informiert wird, worüber hier eigentlich debattiert wird. Wenn Sie hier sagen, Sie würden die österreichische Position vertreten und Umwelt- und Sozialstandards etc. erhalten wollen, stelle ich mir die Frage, mit wem, Herr Bundeskanzler, sprechen Sie denn bei diesen Verhandlungen? Mit wem, Herr Abgeordneter Berlakovic, sprechen Sie denn und machen die österreichische Position fest? Und mit wem, meine Damen und Herren von den Sozialdemokraten, reden denn Sie? Sie reden mit überhaupt niemandem, weil Sie überhaupt nicht einmal eingebunden sind. Sie sind hier wie das Kaninchen vor der Schlange, warten darauf, was in weiterer Konsequenz Verhandlungsmasse werden wird und werden das genauso wie in allen anderen Bereichen schlucken. Und was hier verhandelt wird, ist ja nicht irgendein Nebenabkommen. Das ist einer der größten Handelsabkommen, die diese Zeit je gesehen hat. Und neben den Verhandlungen der Vereinigten Staaten mit Europa laufen ja Parallelverhandlungen mit 11 weiteren, vor allem pazifischen Staaten, um hier eine gigantische Freihandelszone zu ermöglichen. Und es ist richtig, dass unsere Standards höher sind als in anderen Ländern. Und man kann auch hier nicht wegdodeln und sagen, ja, wir wollen keine Chlorhühner und wir wollen kein Hormonfleisch. Aber diese Positionen müssen Sie irgendwo verdeutlichen. Sie müssen das als Kondit zumindest der Volksvertretung, Konsumentenschützern und den Umweltorganisationen zusagen. Das können Sie nicht. Und zwischen Amerika und Europa gibt es einen ganz wesentlichen Philosophieunterschied in der Produktion. In Amerika ist es so, dass der Einsatz von chemischen Stoffen so lange erlaubt wird, solange nicht bewiesen ist, dass diese chemischen Stoffe schädlich sind. In Europa haben wir zum Glück den umgekehrten Weg. Und dieser umgekehrte Weg sieht so aus, dass so lange Dinge verboten sind, solange nicht nachgewiesen sind, dass sie gesundheitlich nicht schädlich sind. Und hier in eine Verhandlungsposition zu gehen, wo man zwei unterschiedliche Systeme versucht zu harmonisieren, im Sinne der Nivellierung aber harmonisiert, das ist der Wahnsinn. Und das wird in weiterer Konsequenz dazu führen, dass unsere Lebensstandards und Lebensmittelstandards massiv abgesenkt werden. Sehen Sie sich nur mal an, meine Damen und Herren, wie in Amerika Lebensmittelproduktion funktioniert. Und die Dame von den Sozialdemokraten hat da diese Chlorhühnerschnitzel verwendet. Das wird so ein bisschen als polemische Argumentation abgetan. Nur das ist keine Argumentation, die mit Polemik versehen ist. Das ist gängiger Produktionsstandard in den USA. Sie haben gigantische Geflügelfarmen, die immer größer und größer werden. Und auf der anderen Seite haben Sie eine Erhöhung der Schlachtintervalle. Da wird bis zur Verdreifachung der Schlachtzahl in der Minute die Zahl nach oben geschraubt. Und um die Keime, die durch diese Massentierhaltung entstehen, möglichst zu neutralisieren, kommen diese geschlachteten Hühner in ein Chlorbad. Das Ganze ist unwürdig, es ist unappetitlich, aber es steigert den Profit und macht es möglich, damit noch billiger Fleisch auf den Teller zu bekommen. Und die Frage ist, wie man dazu steht. In Amerika laufen unzählige Verfahren von Mitarbeitern in diesen Schlachtbetrieben, wo mit Chlor die toten Hühner behandelt werden und besprüht werden, weil sie krank geworden sind. So, und jetzt habe ich als gewählter österreichischer Volksvertreter das Interesse daran zu erfahren, inwieweit hier Behördenvertreter in Amerika auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kommissionsvertreter hier Regelungen in Gang bringen, um hier ein Freihandelsabkommen zu implementieren, das in weiterer Folge genau diese Produktionsmethoden möglich machen wird, die Hormonzusätze möglich machen wird, die die Gentechnik auch auf unsere Teller bringen wird. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, Herr Bundeskanzler, uns ist einmal versprochen worden, Österreich ist der Feinkostladen Europas. Das ist schon längst dahin, Herr Bundeskanzler, gewesen, völlig richtig. Und heute entwickeln wir uns zu einem System, wo es nur mehr darum geht, Konzerninteressen zu maximieren
all das, was lästig ist, Volksvertretungen, Bevölkerungen, Umweltschutzorganisationen, Konsumentenschutzorganisationen hier draußen zu halten, um auf Kosten unserer hohen Qualität, letzter Satz, Frau Präsident, hier Profite für Konzerne zu ermöglichen, die Exporte nach oben zu schrauben und was auf unseren Tellern landet, von der Qualität zu minimieren. Nein, machen Sie das deutlich, legen Sie ein Veto ein. Harald Bilimski ist überzeugt, dass nicht nur die Lebensmittelstandards, sondern der Lebensstandard an sich durch ein Freihandelsabkommen mit den USA abgesenkt wird.